Boah, ist das heiß in Ruppertsburg. Aber es lässt sich gut abkühlen im Teich. Das ist übrigens auch der Name des Teichs. Einfach Teich. Der Fluss hier hat einen richtigen Namen. Horlov. Milena, Emily, Fenja und Julina kühlen sich hier allerdings nicht ab. Nein, sie machen Ruppertsburg im Prinzip zu Ruppertswood. Drehen gerade die letzte Szene des Films Voll verzauberte Monsterbande. Ein Film, in dem die komischsten Sachen aus Bäumen gezaubert werden. Wir haben eine Omade aus dem Baum. Und auch noch Kekse. Dann noch Erdbeeren aus einem Baum gezaubert. Ja, alles dank der Zaubermuscheln, die heute wieder ausgesetzt werden. Genau, Anja dreht immer wieder mit Kindern aus dem Ort Filme. Die Kinder hatten einfach Spaß, eine Bande zu gründen. Und da war halt diese Frage, wie gründet man eine Bande? Und dann habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, aber ich würde es filmen. Und dann haben wir uns was ausgedacht und so kam die Schwarze Hand, so heißen die ersten Filme, die ich gedreht habe. Noch laufen die Filme nicht im großen Kino, aber zumindest im eigenen Wohnzimmer. Und das ist schon ganz gut besucht. Ich finde das total klasse. Es macht den Kindern total Spaß und wir schauen auch immer gerne die Filme, wenn sie fertig sind. Mal wieder Zeit für eine Abkühlung am Teich, oder? Ja, bei 37 Grad. Und selbst bei diesen Temperaturen geht in Ruppertsburg nichts über Sicherheit. Vielleicht gibt es ja einen plötzlichen Kälteeinbruch. Ist ja auch schon Weihnachten in Ruppertsburg. Naja, zumindest in der Werkstatt von Ottfried Koch. Vor 4 Jahren hat er von der Schwiegertochter ein Buch mit Anleitungen für Weihnachtsdeko bekommen. Jetzt hat er so viel gebastelt, dass er diesen Dezember erstmals auf einem richtigen Weihnachtsmarkt verkaufen wird. Da muss halt auch bei krasser Hitze produziert werden. Man fühlt sich selber dazu, ich sage immer, verpflichtet, jetzt mache ich mal was. Das muss einfach in einem drin sein, dass man die Weihnachtsstimmung jetzt schon hat. Ne? Die Vorfreude auf Weihnachten. Ja, vielleicht. Aber erstmal abkühlen. In Ruppertsburg. Hat zwar keine Burg, heißt aber trotzdem so. Vielleicht kommt das mit der Burg ja auch, weil Ruppertsburg eine Kaugummi-Automaten-Hochburg ist. Die einen sagen so, die anderen so. Seit rund einem Jahr gibt es sogar eine eigene Fahne. Kleidungsstück und Dorfgeschichte zugleich. Mönche haben das jetzt so 870 Einwohner starke Dorf gegründet, mitten im Wald des heutigen Naturparks Hoher Vogelsberg. Der Spitzname ist Kuckuck und ganz wichtig schon immer hier, die Eisengießerei. Seit mehr als 300 Jahren ist sie der Wirtschaftsmotor in der Gegend, die Friedrichshütte. Früher sah die mal so aus. Mittlerweile sind auch die Horlofer Nixen am Teich angekommen. Diese Nixen sind ja schon sehr süß. Aber jetzt kommt das Allersüßeste ever. Die sind jetzt circa 2 Stunden, die wurden vorhin geboren. Sind Zwillinge mit ihrer Mutter, leben in einer Herde von ca. 20 Mutterschafen, haben einen gemeinsamen Vater alle, der alle 2 Jahre ausgetauscht wird, damit es keine Inzucht gibt. Zwillinge gibt es bei Schafen ja ständig. In Ruppertsburg ist das allerdings auch bei den Menschen so. So 18 Zwillingspärchen gibt es derzeit. Hier zumindest mal einige von ihnen. Dass in den letzten Jahren keine Menschenzwillinge mehr geboren wurden, könnte an den Glocken hier liegen, meint zumindest Achim, selbst Zwilling und Zwillingsvater, denn er weiß, welche Glocken damals zur richtigen Zeit geläutet haben. Da haben wir die Glocken gewechselt wurden an der Kirche. Wir hatten früher Stahlglocken und durch den Klang dieser Stahlglocken in den gewissen Momenten, dann gibt es Zwillinge. Und es ist wahr, ich habe es selber gehört, ich habe es den Leuten gehört, in den Momenten. Und dann kamen die Gussglocken zu uns rüber, wurden aufgerichtet und es gibt keine Zwillinge mehr. Jo, so könnte es sein. Der Teich bei fast 40 Grad mittlerweile sowas wie ein Spaßbad. Wer braucht schon ein Freibad in Ruppertsburg, wenn er den Teich haben kann? Oder das Gebäude hier. Ja, sieht aus wie eine einfache Reithalle, ist aber eine ganz besondere Reithalle. Alleine diese Deckenkonstruktion, 52 Jahre alt. Das alte Dach hier, was jetzt auch in die Jahre gekommen ist, ist vom Limburger Bahnhof gewesen. Das ist auch damals mit dem Fuhrwerk hierher gefahren worden und hier wieder mit vereinten Kräften aufgebaut worden. Und wir sind stolz drauf. Ein perfektes Sommerwetter-Reithallendach sogar. Die einen nennen es Bewässerung, die anderen Abkühlung. Ganz was Feines. Bei der Hitze so viel los in Ruppertsburg. Das muss einen Grund haben.